sehe keine Vorhinein. Aha. Da steht jetzt in so eine kleine Himmel hin. Da möchte ich jetzt nicht drüber fahren. Ja, servus zu einem neuen Video. Heute sind wir mal im Falkenstall bei der Firma Schwab. Hinter uns steht ein Xerium 4000 Track VC, den wir schon öfters einmal im Einsatz gesehen haben. Ja, und der ist jetzt zum Verkaufen, hat jetzt 550 Stunden lang, 50 unter Last. Da ist der Schlüssel, jetzt schauen wir mal, was der so kann. Weil es sich gehört für einen Track, baut der auf einen Rahmen auf, hat vier gleich große Reifen in 710 85 R38 mit Allradlenkung. Hier ist halt 15 Meter Wendekreis. Das ist also ziemlich wendig. Da verbaut ist auch noch eine dritte Achse. Die erhöht das Gesamtgewicht auf 24 Tonnen. Lare hat ein bisschen über 16 Tonnen. Es gibt direkt Abwerk Ballastierungsgewichte. Für hinten 200 Kilo legst du Platten drauf und da kannst du noch bis 4 Tonnen Gewichte drauf stapeln zum Beispiel. Weil so ist das Gewichtsverhältnis 55 zu 45, also fast wie beim MP-Track damals, 60 zu 40, so ungefähr. Ich meine das schon gut gewesen. Ja? Ich ist 7,37 Meter lang und hat mit 3,60 Meter einen fast so langen Radstand bei den großen Unimog. Das ist gut für den Komfort. Oben drauf, hinten wäre da für einen Schwanenhals so eine 110 mm Kugel. Die hat jetzt der nicht verbaut, aber der hat im Heck dafür andere Sachen verbaut, die wäre auch interessant sein. Schauen wir uns jetzt an. Da fällt erst einmal der Heckkraftheber auf mit durchgehend 10 Tonnen Hubkraft über 73 cm. Dann haben wir da nochmal einen Schlitten mit einem normalen automatischen Zugmaul, eine K80-Kugel mit 3 Tonnen Stützlast und ein Zugpendel. Das Motorzapfen mit 1000 Umdrehungen. Die ruft die ab bei Motorumdrehungen 7230, also reduzierte Drehzahl. Das maximale Drehmoment liegt bei 1900 Umdrehungen an. Natürlich zwei Leute Druckluftbremsanlage, Außenbedienung. Insgesamt haben wir 7 Steuergeräte von der Load Sensing Hydraulik. 195 Liter in der Minute bei 200 Bar. Wir können jetzt da hinter dem 4 nutzen, weil der hydraulische Oberlenker angeschlossen ist und der Kraftheber. Die anderen sind vorne, ja, alle möglichen Anschlüsse. Power Beyond, das ist quasi ein flachkuppelnder Hydraulikanschluss für weniger Verluste und mehr Leistung. Übrigens möchte ich schon gesagt haben, Cat 4 Fanghaken, da krieg sogar ich meinen Unterarm rein. Unterlenkerstabilisierung gab es hydraulisch auch, der hat es mechanisch, aber wir haben da natürlich eine Zwangslenkung fürs Zugpendel, das müsste das da sein. Zwangslenkung für K80-Kugel ist da unten normalerweise, die ist ja jetzt nicht gerade dran, aber wenn es dran ist, dann hat der das auch. Hinten zeigen wir die Abgasbox vom OM470LA, ist ja eigentlich ein Euro 6 Motor, ein guter. Der ist aber jetzt dort auf Tier 4F homologiert. Ist ja noch ein 2017er Baujahr. So, unten drunter, da haben wir noch ein bisschen Stauraum. Finde ich auch gut. Bierkassen weiß nicht rein, brauchen wir aber nicht. Weiter da drinnen, hinter uns, sitzt das Getriebe ZF Ecom 4.5. Es gab auch das 5.0. Das ist aber ein bisschen anders ausgelegt. Mit dem da dann kann man in beide Richtungen 50 km/h fahren. Man hat zwei Bereiche: eins fürs Feld bis 30 km/h und das andere für die Straße halt bis 50. Das 5.0 ist zwar 700 Kilo leichter, ist von der Differenziale ein bisschen anders da aufgebaut, weil das 4.5. Aber fährt halt rückwärts nicht ganz so schnell. Das macht halt dann schön für normale Trucks Sinn. Aber das ist ja einer mit der drehbaren Kabine, werden wir auch gleich ausprobieren. Und da fährt man ja durchaus rückwärts einmal so schnell wie vorwärts. Ist schon eine schöne Maschine, gefällt mir richtig gut. Da sieht man auch nochmal, wie viele Scheinwerfer die hat. Nämlich, glaube 18 nach vorne und 9 nach hinten. Gibt es optional sogar komplett LED, der hat jetzt Halogen.
aber ich würde sagen, ich schaue mal da im Motor rein. Möchte ich auch noch gesagt haben, man kann die Leistung ja nicht schon über Zapfen anrufen, weil vorne hat jetzt der gar kein Zapfen, sondern auch über die Leistungshydraulik. Die hat 90 kW, 250 Liter in der Minute. Da geht schon auch was. Wenn wir schon bei Leistung sind, vorne hat das nochmal eine Frontkraft. Hier haben wir durchgehend 8,1 Tonnen Hubkraft. Ist also schon ein bisschen was. Natürlich auch noch mit drei Hydrauliksteilgeräten, wenn man bei einem neunten auch für die hinteren 105 Liter in der Minute pro Steilgerät abrufen kann. Zwei sind frei, weil am einen hinten Heckkraft, der Frontkraft haben wir natürlich dran. Ja, Gerätesteckdosen, zweipolig und so weiter. 24 Volt bei drin, die sind da hinter die unteren Scheinwerfer. Weil beim Honigmog kann man für den Frontkraftheber auch Außenbedienung, aber die Motoren, obwohl es recht groß ist, geht es doch leicht, aber nicht weit. Da ein Haufen Kühler und so weiter, aber ich mag einen Motor sehen. Da ist nämlich der OM470 LA mit 435 PS, 320 kW, bei 1900 Umdrehungen verbaut. Übrigens im Nachfolgemodell, im Xerium 4200, da sitzt schon der 471 LA mit 12,7 Liter drin. Die hat 10,6 Liter in rein 6 Zylinder mit bla bla, X-Puls und so weiter. Alles ist wirklich eine interessante Maschine. Läuft auch total stark. Und ja, die schauen wir uns jetzt einmal an. Aber das, da ich sagen, sind Hydraulikkühler erst einmal ein Haufen. Ja, schauen wir mal da weiter rein. Ein bisschen was vom Motor möchte ich schon noch zahlen. Da kraxeln wir jetzt einfach mal rauf. Ist nicht ganz so schön wie bei Unimog. Da kann man sich doch auch ein bisschen festhalten. Jetzt sind wir da herum. Da unten sehen wir jetzt einmal einen fetten Reifen. Weil man sieht, dass das alles gebaut ist. Eine semi-aktive Dämpfung, kann man in drei Stufen kann man quasi einstellen. Kabinenfederung auch. Und da dann ist die geile Maschine, der Turbo, der sitzt da unten. So ein geht es dem zeigen. Gefällt mir schon. Auf dem Motor ist der Stern herunter, stellt MTU um, weil MTU baut die ein bisschen um für den landwirtschaftlichen Einsatz so ungefähr. Und dann kommt noch Klaus Power Systems daher und verfeinert das nochmal ein bisschen. Da sagt man, wie stabil das der Rahmen für den Luftfilter und so weiter alles gebaut ist. Das ja, gefällt mir schon. Da kommt dann die Ladeluft wieder vier und geht da im Ansaugkrümmer rein. Da sagt man erst, wie groß das der ist. Das ist schon ein bisschen eine Umstellung für mich. Ne? Aber naja. Visco-Lüfter und so weiter. Also sehr effizient. Da sieht man natürlich auch X-Puls, das quasi das Einspritzsystem mit Druckverstärkung. Das spritzt ja, ich glaube, ein 7-Loch-Düsen ist das. Und 1200 Bar oder was. Also, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, weil die 150 bei mir. Nein. Ist klar, das ist eigentlich so ziemlich der effizienteste Motoren überhaupt die Generation, weil es gibt. Machen wir da mal wieder zu. Ja, bevor wir lang schmerzen, steigen wir mal ein. Wenn man sagt, sind da doch ein paar Stufen, nicht weit beim Econic. Schauen wir rein da drin. Ich glaube 260.000 oder was kostet der mit Steuer? Das passt nicht. Bluetooth-Radio, Klimaanlage und so weiter und so weiter. Beifahrersitz mit ein bisschen Stauraum. Ich denke, lässt sich schon aushalten da herin. Da unten finde ich auch ganz praktisch so ein Dokumentenfach. Da haben wir das ein bisschen hier. Da haben wir den Z-Motion. Multifunktionsgriff zeigen wir uns gleich. Im Wesentlichen Kraftheber vorn und hinten fürs Vorgewendemanagement. Da kann man ja einiges einspeichern, zeit- und wegabhängig. Das weiß nicht, RTK und so weiter, so GPS, was man halt heutzutage hat, das gibt es da auch. Ja, Thermomat, bla bla.
Apropos da, da haben wir natürlich Drehzahlspeicher und so weiter, die ganzen Steuergeräte, da kann man Drehzahl einstellen vom Motor, das ist so ungefähr, weil also quasi Tönerregelung vom Heckkraftheber, weil halt das der Auffahrt oder die Arbeitstiefe halt einstellen, Zapfen und so weiter. Parkbremse hat ja Federspeicher, Druckluft und so weiter. Differenziale, bla bla bla. Alles ganz interessant, das ist das C-Bus-Terminal mit 7,1 Zoll. Es gab das auch mit 5,6 Zoll, dann ohne Touchscreen, das ist ein Touchscreen. Dem gab es aber auch mit irgendwas 10 Zoll. Ja, wenn man weiter hinten schaut, da haben wir die Armlehne, die kann man sich ja einstellen. Da unten kann man zum Beispiel das ganze Teil weiter vierer fahren. Da dann liegt jetzt als Referenz mein S7. Ich verstelle das Teil da dann als Handyablage, aber nicht einmal das passt rein. Aber was sagt man dem mit dem S11? Naja, wurscht. Da hinten das Schlüssel da. Ist ein paar Steckdosen und so weiter. Da unten das brauchen wir gleich, wenn wir Kabine dran. Verriegelung, auf und ab und dran. Links und rechts. Da drin natürlich nochmal Ablage, liegt gleich ein Navi drin. Der war ja schon früh auf der Straße unterwegs mit dem KW-Pflo, weil da hinten ist. Ja, der war ja beim Maischwimmen, da haben wir ihn ja gesehen. War schon geil, der Sound. Den werden wir gleich umlassen. Also, ach, das, auf der Kamera kommt es leider nicht so gut um. Es liegt ein bisschen am Weitwinkel. Aber die Motorhaube, die schaut so fett aus. Ich sag's euch gleich, das ist. Ah. Ja, irgendwie, warum hat der keinen Kühlschrank? Es sind so viele Ablagen hier drin. Das ist also Wahnsinn, das gefällt mir gut. Da haben wir dann nochmal. Ah nein, das ist der Sicherungskasten. Oi. Ja, aber finde ich, ist gut zugänglich. Gefällt mir. Machen wir jetzt so. Klimatisierungselemente und so weiter. Schaut eigentlich gut aus. Und die Übersicht ist super. Wir haben da eine 4-Pfosten-Kabine. Tja, da kann man nichts anderes sagen. Man sieht wirklich gut aus. Tja, Lenkrad für meinen Geschmack irgendwie ein bisschen klar. Ne? Also das von meinem 4-Eifel ist größer. Aber die gehen ja recht leicht zum Lenken. Ist klar, brauchen wir kein großes Lenkrad. So, da erinnern, da haben wir nichts Besonderes eigentlich, außer natürlich so eine Schiene, weil man halt die. Ja, wenn man halt heutzutage hat, die ganzen Bediengeräte einer da kann. Lampen haben wir auch noch, kann man alles verstehen und so weiter, bla bla. Frontscheiben ist groß, der Scheinwischer, der vor dem Kreis, finde ich auch interessant. Tja, wenn wir jetzt da hinten außen schauen, dann sehen wir da unten einen Zylinder. Das ist der Unterschied vom Truck zum Truck V10, die bei mir jetzt sitzen. Der hebt die ganze Kabine teil und dreht es. Im Prinzip haben wir jetzt ein neues erklärt, da erinnern. Es ist, denke ich, eigentlich selbsterklärend. Gerade wenn man Anwender ist, der bei öfters Bullock fährt bei ich. Und da wird man sich relativ schnell eingewohnen, denke ich mal. So, dann kann keiner drin sein. Dann starten wir einfach einmal. So, Zündung. Glas. Steht alles da. Also das ist ja geil. Kraftstoffstand 35%. Wie beim Handy. Ja. Zwei Bordnetze. Die hat nämlich auch zwei LED-Maschinen, also Generatoren. Getriebe ist dann okay, Hydraulik-Tankinhalt. So ein bisschen Hydraulik hier raus. System, bla bla. Der hat noch Druckluft drauf, ist also noch dicht. Ja, der 1000-Stunden-Service hat der noch nicht gemacht, weil der hat jetzt 580 Stunden um. Ist noch ein bisschen gefahren worden damit.
Tja, na? Oh, geil! So, schon Rinder. Okay. Der große Motor, der braucht natürlich ein bisschen Zeit zum Warmwerden, weil es ist doch ein bisschen frisch. Aber hören wir uns mal den Sound an. Ah, warte. Besser. Holen wir da einfach. Zugkraftregelung hat er eben. 6W, Schwingungstilgung, Schlupfregelung. Das ist halt noch. Finde ich gut. So ist es durchaus sinnvoll. V-Pedal-Modus. Ah, okay. Das ist jetzt quasi was bei TMS. Das, oder CVT, dass man mit dem Pedal fährt. Ja, weiß ich, weil Automatik. Lenkungsart. Standardlenkung. So, das ist interessant, weil wir haben eine Allradlenkung. Also lenkt er hinten. Nein, hinten lenkt er jetzt gerade nicht, der lenkt jetzt einen Schritt vorn. Einseitiger Hundegang. Nein, Allradlenkung wollen wir. Wir können jetzt. Nein. Ich will das. Ah, wie ist das? Fahrhebellenkung, da kannst du da damit lenken. So, jetzt haben wir Allradlenkung. Das sind die Steuergeräte. Hubhöhenbegrenzung, Senkgeschwindigkeit und Hubgeschwindigkeit, bla bla bla. Lauter Zeit kann ich da einstellen. Das ist das Steuergerät. Bevor wir jetzt da lang umeinander tun, zeige ich euch mal live, was es ist, wenn man die Kabine dreht. So, jetzt ist es entriegelt. Dann heben wir es an. So, jetzt sind wir weggefahren. Dann tun wir uns drehen. Samuel, wieder verriegelt. So, jetzt haben wir optimale Aussicht darin auf unsere Anbaugeräte. Wie gesagt, mit durchgängig 10,0 Tonnen Hubkraft, 1000er 45er Zapfen gezaubert, 1000er Motorzapfen in Cat 4. Also da kann man einiges dran hängen. Gefällt mir gut. Aber ist doch relativ lang da hinter der Arsch. Das ist der Heckkraftheber. Gehen wir jetzt da runterfahren. Ja, der ist so cool. Was schaut der Motor drin? Und da sieht man jetzt, wie das alles funktioniert. Ich weiß nicht gesichert. Mit kleinen sicheren Putzen und dann fährt der ganze Strang da damit um. Ist schon einiges verbaut. Man sieht da oben auch noch, wenn du vorhin angesprochen hast, den GPS-Sensor. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ausbaustufen. Die mehreren haben da aber so 2-3 cm Genauigkeit, die mit 20-30 cm, die wir dann keine Lizenz brauchen. Ich weiß nicht, ob die wirklich so sinnvoll sind. Ja, hau ist er ungefähr 4 Meter. Und was ich da vorhin noch vergessen habe zum sagen, Zapfenstummel kann man natürlich austauschen, je nachdem was für ein Profil das man braucht. So, mit Zapfen rein. So, schon rennt die Zapfen. Und da dann liegen jetzt hinten fast 435 PS hoch. Jetzt ist er auch warm. Jetzt können wir schon ein paar Meter fahren. Ist schon, wenn man gepflegte Maschine hat. Schuhtablett. Tja, jetzt sitzen wir im Xerion. Der Chef ist nicht da. Aber ich will ihm den wieder heil geben. Das heißt, groß umeinander fetzen ist da nicht. Aber ich denke, Kopf wird man nicht ausreißen, wenn man kleine Runden am Hof dreht. Übersicht ist top, also so ein kleiner Radlader oder was, werden wir schon nicht zusammenfahren. Spaß, ich pass schon auf. Und jetzt halt nicht. Jetzt ist es
zweite Gruppe rückwärts drin. Dann wieder umdrehen, weil ich mag einen richtigen Truck haben. Und ein Anbaugerät haben wir jetzt gerade keins dran. Ich möchte halt einfach öfter damit fahren, dann wird das auch besser, ne? Das ist schon klar. Aber mein Häcksel ist ein bisschen zu klein für den. Ja, bitte. Zack, 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 haben wir einen richtigen Truck. Ich finde das geil. So, da la. Und jetzt sind die Bedienung. Keiner leicht. Rückwärtsgang ist drin. Aufpassen, weil Winkelspiegel sind super, sieht man gut aussehen. Auf die hintere Achse hin, wo die Kuh ist. Ich sehe auch vorne. Aha, da steht jetzt ein so kleiner einmal hin. Da möchte ich jetzt nicht drüber fahren und komme da problemlos um. Das ist gut, also der Wendekreis, der ist gut. Was bei beim Unimog. Das Teil legal auf der Straße fahren. Ich brauche keinen Waffenschein dafür. Das ist doch geil. Handbremse ist drin. Ich denke, wir haben jetzt ein neues gesehen. Es war saugeil. Also mir gefällt das. Serie müde, Serie einschlafen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Da hat mich gefreut, wenn es öfter einer schaut. Und ich verspreche, es gibt immer interessante Sachen. Wir probieren immer neue Sachen aus. Ja, bis zum nächsten Mal. Lass doch ein bisschen gleich Abo da, das ist in Zukunft nichts mehr vorbei. Das könnt ihr da und dann kommt noch ein anderes Video, das könnt ihr auch anschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Servus, bis zum nächsten Mal.